Hallo zusammen, willkommen zurück mit der nächsten Runde gegen die Engine Makondo. Vielleicht schaut ihr parallel auch oder manche von euch beim Mac Meller zu, der auf Englisch gegen die Engine spielt, ein Weltklasse-Spieler, der es am Anfang sehr schwer hatte mit den Buchstaben und seitdem immer besser aufholt hier und immer näher an 50-50 kommt gegen die Engine. Und in einem Spiel von ihm haben wir auch einen eindeutigen Fehler von der Engine gesehen, bei der sie einen klar falschen Zug gespielt hat gegen Ende des Spiels, wo sie einfach die Analyse anscheinend zu schnell abgebrochen hat, also noch so ein bisschen ein Bug. Also die Engine ist auch noch nicht perfekt, auch wegen verschiedener anderen Gründe noch. Aber das kann uns ein bisschen Hoffnung geben. Jetzt eröffnen wir hier erstmal mit Faven, Plural von Favus in der Medizin. Favi ist auch ein gültiger Plural. Die Engine hat getauscht. Man könnte überlegen, vorsichtiger zu eröffnen mit Van, aber ich denke, 18 Punkte aufzugeben ist das nicht wert. Ich denke, das machen wir so. Und wir ziehen das Q nach und müssen gleich erstmal tauschen, denke ich. Da kann eigentlich kaum was gelegt werden, das uns dann einen guten Q zugibt. Wenn ein U hinkommt, kann man halt Quad legen, aber MNNR behalten. Also, eher ein Tausch zugleich nach dem Tausch von drei Buchstaben von Makondo zum Start und dem Zug von mir, der ein freies E hinlegt, müssen wir natürlich jetzt befürchten, dass wieder mal der erste Bingo von der Engine kommt. Wenn nicht, hätte man da schon ja direkt Glück gehabt im Vergleich. Schauen wir mal, wie lange sie nachdenkt, welchen Bingo sie legen will. Sie denkt lange nach und legt dann diesen Bingo. Tatsächlich. Mit einem U drin, das ich aber nicht nutzen kann. Und auch sonst gibt mir das nichts, was es irgendwie wert wäre. Und wir bleiben deshalb beim Tausch. Q kommt weg, doppeltes N kommt weg, D kommt weg. Und das M kommt auch weg. A, N, R dürfte hier der beste Rest sein. Und leider gibt es dieses Wort noch nicht in gegendert im Duden, die Cäsarin. Das wäre jetzt schön. Aber vielleicht können wir irgendwo Cäsar hinlegen. Wäre auch nicht schlecht. Zumindest hier zum Beispiel. Upp, ne, das hat sich. Der nächste Bingo von der Engine. Und ja, jetzt haben wir keine Stelle mehr. Doch, wir haben hier die Stelle für Cäsar. Das sieht ganz gut aus. Sieht nach dem Besten aus, was ich hier machen kann. Ich habe hier auch die Stelle für das Ä, aber wenn ich schon das C auch loswerden kann dabei, dann mache ich das doch wohl. So sollte es gehen. Also ein Plural hat es schon und ich denke, das ist ein bisschen besser, weil ich das S behalte statt des Ns. Ära sieht auch nicht so schlecht aus. Wenn man schon ein C behält, dann zumindest mit solchen Buchstaben wie diesen hier. Da kann ich auch das R dranhängen. Aber wahrscheinlich muss ich schon Cäsar legen, denke ich schon. Ja, legen wir das hier hin für 30 Punkte und ziehen wiederum nicht schön nach. Aber immerhin hier das SCH an dieser Stelle. Könnte man was draus machen? Ne, da ist die Engine mal wieder schneller und dadurch kriege ich jetzt nichts Gutes hin. Kann ich denn durch dieses M spielen mit meinen ganzen Vokalen natürlich, mit meinen ganzen Konsonanten nicht so besonders wahrscheinlich? Sieht nicht so aus. Ansonsten vielleicht Grips hier, aber wirklich inspirierend ist das nicht. Genauso wie das hier. Gips vielleicht hierhin, aber das wird genau dieselben Buchstaben los. Besser als Grips wird es, glaube ich, nicht. 15 Punkte und gucken, wie wir danach weitermachen. Wir sind natürlich noch nicht uneinholbar. Weit hinten, lehmig kommt dahin von der Engine. Und ich habe zwei U. Es wird nicht unbedingt besser. Jetzt lege ich halt Uhu hier, denke ich. Oder gibt es noch irgendwo eine bessere Stelle dafür? Erstmal so nicht zu erkennen. Nö, kein Zug zu erkennen, der in irgendeiner Form inspirierender wäre. Also, das geht ja mal ganz langsam hier los bei mir. Jetzt habe ich das Ö, das ist normalerweise ein guter Buchstabe. Ich habe dann diese Stelle hier oder kann irgendwo Öderes hinlegen. Also hier. Aber davon wird der Braten hier bisher auch nicht fest. Ah, Gripse. Das ist natürlich dann nicht schlecht. Oder Öder, dann kann ich es noch mit dem E gleich verlängern. Wäre das hier besser für 32? Oder das hier, sodass man keine neuen Stellen aufmacht, aber auch ein bisschen viele Es behält? Wahrscheinlich schon das hier für mehr Punkte. Und wenn man schon irgendwas dreifach behält, dann immerhin ein E. Edlem. Okay, jetzt habe ich leider nicht ganz
Dösen hier, ja, würde das natürlich vielleicht gerne behalten, aber ich habe halt keine gute Möglichkeit, das Ö nicht auszugeben. Also ohne das Ö habe ich hier erst recht keine guten Züge. Ich kann halt sowas hier legen. Puh, soll ich das vielleicht sogar machen und hoffen, dass ich da den Zug erwische, aber ich habe dann nicht mal mehr Döse auf der Bank. Weiß nicht, könnte es wert sein, oder ich lege einfach Öderes so für 42. Ja, das wird am besten sein. Dann lege ich nochmal schöne freie Bingo-Stellen hin, die ich ja brauche, um aufzuholen. Also 42 Punkte. Ja, kriegt das Y. Das mag ich an sich ganz gerne. Ist aber natürlich für Bingos nicht ideal. Kann ich jetzt irgendwo Foyer hinlegen, wo es auch viele Punkte bringt? Also hier bringt es nicht viele. Und Bingo Nummer 3 von der Engine. 3 zu 0 nach Bingos und 301 zu 131 nach Punkten. Tja, was will man da machen? Also, wir schauen uns ja wie immer später die Analyse an, aber ich hatte zumindest nicht das Gefühl bisher, dass da so viel mehr drin gesteckt hätte. Aber wir werden sehen, ob wir dann gleich eine kleine böse Überraschung überlegen. Und jetzt kann ich das Foyer natürlich hier hinlegen, wenn ich will, und 36 Punkte machen. Viel besser ist es nicht zu erkennen. A, 44. Aber was soll dann aus diesem Rest werden? Vielleicht aber nicht so schlecht, weil das F hier ganz gut hin könnte. Also wenn man da irgendwie einen Parallelzug hätte, das ist jetzt kein gültiges Wort. Aber so in der Art könnte da noch was Besseres draus werden. Kann ich was mit dem Y anfangen? Ich glaube mit diesen Buchstaben, wie ich sie jetzt habe, noch nicht. Ich kann Foyer auch hier hinlegen. Vielleicht noch ein bisschen mehr da oben aufmachen. Ich meine, ich kann auch da oben aufmachen und das Y erstmal behalten. Ich bin 170 Punkte hinten. Ich muss mir irgendwas Ungewöhnliches einfallen lassen oder irgendwas, was halt gut das Brett aufmacht. Also, sowas ist halt kein Zug, mit dem man irgendwie einen Rückstand aufholt. Man braucht ja irgendwie neue Stellen. Von daher, ja, können wir das doch einfach mal versuchen, da oben. Irgendwas Schönes aufzumachen. Ist die Frage, wie das jetzt am besten geht. So lege ich halt Foyer fast schon vor, wenn ich noch ein E nachziehe. Aber es kommen nur noch zwei Es. Heieiei. Und von daher wohl eher Lord und dann auf Flyer hoffen. Ja, das sieht sinnvoller aus. Ich mache einfach da oben auf. Was soll man bei 170 anderes machen? Jetzt kriege ich auch das X noch dazu. Soweit, so gut. Onyx hier gleich für 40 Punkte vielleicht. Und dann die Verlängerung gleich nochmal abstauben, weil die Engine kein E hat. Wer weiß. Okay, sie macht dazu. Ist auch kein Wunder. Und kann ich jetzt hier hin? Ja, 49 Punkte. Das sieht nicht schlecht aus. Wenn man will, möchte man jetzt ja eher aus beiden Hochkarätern nacheinander das Maximum rausholen und nicht beide gleichzeitig ausgeben. Von daher gefällt mir Yin gut. Nix geht auch hier hin. Das Y könnte gleich noch genutzt werden. Oder jetzt direkt hier Yin. Welchen möchte ich hier eher behalten? X oder Y? Vielleicht eher das Y, weil ich gleich hier Nüs noch erwischen könnte. Ja, wahrscheinlich schon. Fixen sieht auch nicht schlecht aus. Oder Feixe und nochmal hier oben aufmachen, aber ich weiß nicht. Na, ich bleibe erstmal bei Yin. Es kommen noch einige Is. Dann kann ich Feixen nochmal nachziehen. Tatsächlich ist nicht der Fall. Aber ich habe das H, auch das ist hier eine Option gewesen, dass ich das so nachziehe und dann nochmal ein bisschen Punkte mache. 128 aufholen ist weiterhin nicht besonders realistisch, aber ja, man tut ja, was man kann. Jetzt kann ich zumindest auch im nächsten Zug erstmal weiter gut punkten. So wie es aussieht, tja, liegt die Engine und das ist auch ein ganz guter Kommentar zu diesem Spiel. Ich bleibe dann wohl bei diesem Zug und vertage das mit dem X nochmal. Da ist, glaube ich, wenig anderes zu machen. Auch hier ergibt nicht so viel Sinn. Ja, O kommt hier hin für 37 Punkte. Weiterhin das teure X, um im nächsten Zug Punkte zu machen. Wobei mir da jetzt ein bisschen die Stellen ausgehen, aber zumindest Faxe kann ich hier hinlegen für 23. Die Engine wird mir natürlich kaum schöne neue Stellen eröffnen für diese Buchstaben. Aber es kommen weiterhin auch noch beide Blankos. Und mit bisschen Glück könnte ich sie erwischen. Allerdings denkt die Engine jetzt immer schon eine ganze Weile über ihre Züge nach.
Und das verheißt in der Hinsicht nichts Gutes. Das ist so ein bisschen ein kleiner Tell, dass die Engine die Blankos haben könnte. Es ist nie ein gutes Zeichen. Und ich komme mit diesen Buchstaben, so wie es jetzt aussieht, weiterhin nicht gut voran. Also was viel Besseres als Eck finde ich jetzt hier tatsächlich noch nicht. Und demnächst kommt die Engine sogar an ihr 3-Minuten-Limit. Sie denkt nur 3 Minuten lang nach. Dann wird immer die Analyse abgebrochen. Sie hat bei 19-18 gespielt, gleich sind wir bei 16-18. Das heißt, gleich müsste dann eigentlich der Zug kommen. Und die Engine weiß jetzt einfach nicht, was der beste Zug ist. Alle sehen ähnlich gut aus. Und ja, da ist Sus weiterhin ohne einen Blanko einen Zug gespielt. Und jetzt kommen noch Q im Beutel und die beiden Blankos, aber es ist deutlich wahrscheinlicher, dass das Q im Beutel ist als sonst irgendwas. Und jetzt hat sie hier mit dem S natürlich eine neue Bingo-Stelle aufgemacht. Und ich meine, wenn ich die blockiere, dann kommt halt, dann kann ich halt auch nicht mehr gewinnen. Das heißt, das bringt es für mich nicht unbedingt, wobei ich dann einen teuren Zug mit CK hier durch erwischen könnte. Also vielleicht ist das ein sinnvoller Plan. Ich spiele gleich durch CK durch das E durch und habe dann den Bingo oben auf den dreifachen Wortwert, aber alles nicht sehr wahrscheinlich. Nur das Problem ist halt echt, wenn ich da jetzt nichts hinspiele, dann kommt da gleich der Bingo. Das ist fast so sicher wie das Amen in der Kirche, wenn die Engine jetzt nicht das Q vielleicht gezogen hat gerade. Also muss ich darauf dann jetzt spekulieren, aber selbst wenn, was lege ich dann stattdessen? Also ich finde auch sonst nicht viel Gutes. Und szenisch könnte mein bester Versuch sein. Wenn ich dann das Q nachziehe, habe ich da immerhin die 31 Punkte. Ich habe keine Ahnung. Ich lege es so. Ich sehe keine andere Möglichkeit, irgendwie noch gewinnen zu wollen. Ich ziehe einen der beiden Blankos und nicht das Q. Das ist schon mal gut. Aber jetzt kann die Engine es natürlich auch dahin legen und dann auch problemlos gewinnen. Und ich habe nicht mal so einen guten Zug hier durch, soweit ich das sehe. Nee, sehe ich nichts Gutes. Naja, ich kann Klemm spielen mit dem Blanko. 42 Punkte. Dann komme ich immerhin über die 300 hier. Quer, okay, ja. Und ein Blanko noch bei der Engine. Joa, was mache ich jetzt hier noch? Das ist eine Situation, in der es wenig irgendwie strategisch gute Möglichkeiten gibt. Auch mit meinem Blanko. Einen Bingo hat die Engine auch nicht. Und selbst wenn ich eine Möglichkeit fände, mir hier einen zu ermöglichen, wird der danach nicht aufs Brett kommen, sondern blockiert werden. Wenn ich Meme spiele, kann ich dann irgendwas hierhin erwischen? Ich glaube nicht, soweit ich das sehe. Und auch hier unten gibt es einfach auch auf diesem Brett hier gar keine Möglichkeiten mehr, irgendwas auszurichten. Ich kann auch Mimik legen, so für 26 und dann gucken, dass ich gleich das Spiel in einem Zug beende, wenn das überhaupt möglich ist. Das D passt ja jetzt wiederum nicht so gut dazu. Und ja, so endet das hier sehr unspektakulär. Das Spiel hat jetzt mal so gar keinen Spaß gemacht, was meine Gewinnchancen anging in irgendeiner Form. Also wir gucken gleich in die Analyse, schauen, was da noch gegangen wäre. Fühlte sich aber nicht so an, als wäre noch viel anderes gegangen, aber gerade mit so Buchstaben wie Y oder X kann das immer sein, dass man irgendwie cleverere Möglichkeiten übersieht? Werden wir gleich schauen. Jetzt rechnet die Engine wie so oft noch ihr bestes Endspiel durch, was jetzt ziemlich kompliziert ist, weil auf beiden Seiten halt Blankos noch vorhanden sind. Ich kann für mich aber relativ schnell schauen. Ich habe keinen Schlusszug. Das kriegt man recht schnell raus, soweit ich das sehe. Und ansonsten auch keine guten Züge, wie das ganze Spiel schon. Also nichts, wie ich irgendwie gut punkten kann. So, die Engine kommt wieder an ihr zeitliches Limit. Müsste jetzt ihren Zug spielen. Im Endspiel legt Hubt, legt mir da die Möglichkeit zu, aber ich kann jetzt immerhin Querte da dran legen. Und die Engine wird jetzt irgendwo einen Schlusszug haben. Genau, du sinnst. Auf Rache, das tue ich jetzt auch gegen die Engine. Aber erstmal gucken wir, ob ich es ihr hier hätte schwerer machen können in diesem Spiel. Startbank. Tauscht die Engine, ja, soweit so gut. Ich lege Farben. Können wir uns gleich anschauen, ob das vielleicht tatsächlich irgendwie ein Fehler war. Keine Ahnung. Hier lege ich sicherlich keinen Zug. Dann kommt Auftiens und die Cäsaren sehen erstmal gut aus. Können wir gleich schauen. Danach, ja, hier habe ich Grips gelegt.
Heiß, ah, hier parallel, aber DGPS, da kommt man auch nicht wirklich besser mit voran. Schauen wir gleich. Hier war Huder, ja, an sowas habe ich gedacht, aber ich will hier nicht das E ausgeben, glaube ich. Ich glaube, da ist U schon korrekt in so einer Situation. Auch das sehen wir gleich. Dann Öderes auf den dreifachen Wortwert und einfach der nächste Bingo. Und hier, was war da? Gut, da war das Spiel quasi schon verloren. Klar kann man hier A legen, aber wie gesagt, da mache ich lieber mal da oben auf. Ach, Fort ist ja auch gültig. Oh ja. Oh ja, das ist natürlich schon besser. Dann kann ich da Flyer nochmal realistischer erwischen. Fort Prefect darf man ja auch legen. Also ist nicht nach ihm benannt, aber darf man legen. Hier Yin, ja, soweit so okay. O auch okay, vermutlich. Also, ja, das war halt so ein Spiel. Und wenn man gegen eine Engine spielt, die solche Spiele halt auch perfekt ausnutzt, dann fällt es einem auch eher auf, dass man so ein Spiel hat. Hätte ich hier, nee, hier wäre tatsächlich, hier wäre kein Bingo gekommen, weil die Engine das Q hatte. Und vielleicht muss ich halt in der Situation auch darauf hoffen, dass sie das Q hat und dann nicht da blockieren. Hier hatte sie einen Blanko, aber kein Q. Und vielleicht muss ich hier halt darauf spekulieren, dass sie kein Q hat und dann auch nicht so eine Stelle aufmachen. Ja, vielleicht ist das besser, sehen wir gleich. Aber zu gewinnen war da vermutlich eh nichts mehr. Und damit gucken wir es uns mal in der Engine selbst an. Voilà, mein Startzug mit Favon, können wir jetzt schnell simulieren, ist der korrekte Zug, aber es ist tatsächlich durchaus eng mit Van. Und tauschen müssen wir, glaube ich, nicht anschauen, denn dann ist Van auf jeden Fall schon besser. Hier ist es klar, auch das müssen wir nicht simulieren. Und die Cäsaren oder irgendwas anderes an der Stelle. Cäsar, Cäsaren. Beides nah beieinander, 1%, 13, 14%, aber man sieht zwei korrekte Züge und nur noch ja, 14% Gewinnchance. Also dann war es halt so ein Spiel tendenziell. Und auch hier mag es jetzt kleine Unterschiede geben. Hier soll man tatsächlich tauschen, aber ja, guckt euch die Prozentzahlen an, die sind alle auch wieder super nah beieinander. Das kann man schon kaum noch unterscheiden an der Stelle. Also ist nur ein 1%iger Fehler und das ist halt. Die sind halt nicht die wirklich Entscheidenden. Also dadurch verliert man auf Dauer nicht viele Spiele. Und hier der Uhu. Ups. Ach so. Ah. Der Uhu kommt auch wieder nicht so gut an, aber mit halt 6% gegen 8%. Dau, Dhau. Durch das A ist anscheinend ein bisschen besser, weil man auch das D los wird. Aber ja, das sind nicht die entscheidenden Fehler im Scrabble, wenn man schon 120 Punkte hinten liegt. Die machen nicht mehr so viel aus. Auch hier können wir schauen, da habe ich schon überlegt, ob ich den langen Zug spielen soll oder eher sparen soll. Und ja, sparen scheint auch hier minimal besser zu sein wieder. Aber ja, wie gesagt, 1%, 1%, 1%, 1%. Und das Entscheidendere in so einem Spiel ist, dass man nach zwei korrekten Zügen schon nur noch bei 14% ist. Hier Foyer, Fort. Und Lord haben wir jetzt hier gar nicht drin. Das machen wir mal noch händisch dazu. Wo geht das hin? D1. Und dann schauen wir mal. Ja, wo ist der Lord? Ja gut, also es sind jetzt natürlich einprozentige Bereiche. Das kann man kaum noch sinnvoll analysieren. Aber tatsächlich wäre Ford besser gewesen. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass ich das auch legen könnte. Okay. Da ein kleiner Fehler in einer Situation, bei der man schon nur noch 1% hat. Hier Yin wird ganz ähnlich sein. Sortiert hier jetzt halt nach Gewinnchance und das hat hier kaum noch eine Bedeutung. Da guckt man auch besser rechts auf die Equity und die sieht bei Yin gut aus. Und hier, ja, da ist jetzt vor allem der Punkt, dass ich nichts Entscheidendes übersehen habe. Genau. Okay, Faxe wird auch soweit okay sein. Hier habe ich dann 10 nicht gelegt. Kann damit sicherlich nicht mehr gewinnen. Genau, das wird hier auch angezeigt. Und tausche hier besser nochmal. Ja, es ergibt eigentlich Sinn im Nachhinein, dass man da auf die Stelle nicht blockiert. Wobei 10 nicht jetzt wieder dann da oben auftaucht. Also auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber keine Situation, in der man noch viel rausholen kann. Und hier dann erst recht nicht mehr. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht anzuschauen.
Ja, gut, das war eine sehr einfache Analyse. Haben wir halt Pech gehabt. Zum größten Teil. Und dann halt so ein paar 1% Fehler. Aber ja, was soll man machen? Das waren jetzt zwei eher unschöne Runden gegen die Engine. Und hoffen wir mal, dass es nächstes Mal wieder besser läuft. Bis dahin.